Aber Lil. Aber Lilly. Aber Lilly. Aber Lilly. Du sollst. Du sollst. Boogie. Aber Lilly. 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 Der Gnom machte einen vertrauenserweckenden Eindruck. Kommen Sie näher und bestaunen Sie die neuesten Errungenschaften der modernen Medizin. Antifaltencreme mit hautstraffenden Materialien aus der Raumfahrt. Naturechte Nahrungsmittelergänzungen mit lustigen Motiven aus der Tierwelt. Und jetzt neu, die Pille für zwischendurch. Für alle, die vorher keine Zeit hatten und nicht auf das danach warten wollen. Kommen Sie, staunen Sie und nehmen Sie eine Kostprobe von Alkofix, dem exklusiven Wunder-Allheilmittel auf Alkoholbasis.
Schmeckt hochprozentig, wirkt hundertprozentig. Na, kleine Lady, hast du Interesse an einer Probeflasche Alkofix, dem Wunderschnaps? Aha. Du siehst mir aber eigentlich noch ganz gesund aus. Und ich fürchte, gegen diese Sache mit den Ohren wird dir auch Alkofix nicht helfen. Hast du irgendwelche starken Schmerzen? Unheilbare Erbkrankheiten? Einen Tinnitus? Hepatitis? Gebärmutterkrebs? Tja, das tut mir ja aufrichtig leid für dich. Aber so kann ich dir leider auch keine Alkofix-Probe aushändigen. Komm wieder, wenn du krank bist. Irgendwo am Horizont schien eine Donutfabrik Probleme mit ihrem Schornstein zu haben. Lilly hatte es heute offenbar nur mit schrägen Vögeln zu tun. Wie nett. Ja, du mich auch. Sag mal, du hast nicht zufällig vor, in nächster Zeit zu verwesen, oder? Naja, kein Problem. Ich sollte sowieso weniger Aas essen. Mein Ernährungsberater ist schon ganz verzweifelt. Mehr frisches Obst, sagt er. Mal einen Salat, weiß ich ja alles. Aber was soll man machen? Ich stehe halt auf das gammelige Zeug. Sobald ich verderbendes Fleisch rieche, fange ich an zu kreisen. Und mal ehrlich, hier in der Wüste kriegst du ja eh kaum was Gesundes. Kaum lässt man sein Essen eine Weile stehen, schon sprießen die Bakterien. Da kann man sich die übelsten Krankheiten zuziehen. Eiternde Furunkel und nässende Ekzeme. Oh Mann, das ganze Gerede übers Essen hat mich hungrig gemacht. Lass mich bitte allein mit meinem knurrenden Magen. Lilly hatte gehört, dass sie würde sie wohl. Lilly wurde ein wenig schlecht bei dem Gedanken. Eine Plakette wies darauf hin, dass diese Rekonstruktion einer original-indianischen Sonnenuhr vom Verband experimenteller Kunsthistoriker gestiftet wurde. Der Sockel ließ sich scheinbar drehen. Die Mayonnaise hatte eine lustige Farbe angenommen. Außerdem wimmelte es im Glas nur so von kleinen Tierchen. Lilly fühlte sich in die Schulkantine zurückversetzt. Lilly schaute sich um. Warum war nie jemand da, der einem etwas verbot, wenn man es am dringendsten brauchte? Kommen Sie näher und bestaunen Sie die neuesten Errungenschaften der modernen Medizin. Antifaltencreme mit hautstraffenden Materialien aus der Raumfahrt. Naturechte Nahrungsmittelergänzungen mit lustigen Motiven aus der Tierwelt. Und jetzt neu für Akkommen und nicht schmeckt. Ach, nein, es sei denn, du hast inzwischen eine ansteckende Krankheit bekommen. Aha. Hast du irgendwelche starken Schmerzen? Unheilbare Erbkrankheiten? Einen Tinnitus? Hepatitis? Gebärmutterkrebs? Ja, aber hallo! Was haben wir denn da? Da hast du dir aber ganz was Besonderes eingefangen. Meinen Glückwunsch! Damit bist du auf jeden Fall qualifiziert, um eine Probe von Alkofix, dem Wunderschnaps, auszutesten. Um ehrlich zu sein, siehst du mir schon fast überqualifiziert aus. Dein Ausschlag ist so akut, dass ich mir nicht einmal sicher bin, ob er selbst mit Alkofix überhaupt noch heilbar ist. Bravo! Am besten nimmst du gleich die ganze Flasche mit.
Die Farbe der Flasche erinnerte Lilly an irgendwen. Sag mal, spinnst du denn? Bei dieser Kälte kann man sich schnell eine Erkältung einhandeln. Was nicht heißt, dass ich krank wäre. Und dieses alkoholische Teufelszeug brauche ich erst recht nicht. Die roten Bröckchen im Taschentuch waren vielleicht ein Hinweis darauf, dass Lilly medizinische Hilfe brauchte. Oh, danke. Ah, was ist das? Schnell, die Medizin. So. Endlich. Leider. So schön. Der Flaschengeist hatte seine eigene Regel gebrochen. Offenbar war es in gewissen Situationen durchaus mal erlaubt, sich einen Schluck zu genehmigen. Was tust du denn da? Och nö! Was ist? Stimmt irgendetwas mit deinem Drink nicht? Oh. Was hast du denn? Der schmeckt doch bestens. Und dieses Brodeln in der Lunge. Wagga, wagga, wagga! Der Barmann hatte bereits eine beachtliche Delle in den Tisch gehauen. Diese Münzen stammten aus der Sammelbüchse für Seenotopfer. Es reichte nicht einmal für eine neue Büchse, aber der Wille zählte. Lilly war platt. Eine Flunder! Am dritten Tag erschuf Gott den Kugelfisch und niemand war da, um ihn zu loben. Wagga! Wagga, wagga, wagga! Betäubungsgift Sunny Cup. Mach den Tag zur Nacht. Was ist denn das? Du bist ja voll wie eine Haubitze. Los, ab in die Ausnüchterungszelle mit dir. Thank you.
Das ist dir eine Lehre. In deinem Alter schon zur Flasche greifen. Tz, tz, tz. Und da war sie nun endlich, die Karte. Lilly war gespannt. Ein Hamster. Das war also das Geheimnis hinter der flüchtenden Karte gewesen. Vielleicht hatte Lilly endlich einen neuen Freund gefunden. Vielleicht war aber auch alles wie immer. Und da war sie nun endlich, die Karte. Edna versteckte sich also in dieser Höhle am Moorsee. Aber Moment mal, das wusste Lilly doch schon. Genau genommen war diese Karte sogar ziemlich nutzlos. Besonders wenn Lilly bedachte, was sie alles angestellt hatte, um sie in die Finger zu bekommen. Was ist? Hast du schon genug von der gesiebten Luft? Das hättest du dir überlegen können, bevor du zur Flasche gegriffen hast. Ach, herrje. Jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Durch genau so ein Verhalten habe ich damals auch Edmund den Schlitzer auf freien Fuß gesetzt. Und du kannst dir nicht vorstellen, was mir das für einen Ärger eingehandelt hat. Es hat Wochen gedauert, bis die Eltern der kleinen Melanie wieder mit mir gesprochen haben. Ach, ich habe einfach ein zu gutes Herz. Ich lasse dich laufen. Aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Kannst du das? Du sollst nicht lügen. Oh, das Waldknäuel. Darf ich das nochmal sehen? Aha. Wookie. 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 Lilly hatte sich oft über die Gerechtigkeit im Kloster gewundert. Na, Lilly, willst du etwa raus? Aha. Das dachte ich mir. Aber du säßest wohl kaum da drinnen, wenn du wüsstest, wie man sich anständig beträgt, oder? Kein Wort. Du wolltest mir doch nicht etwa widersprechen, oder doch? Aha. Nun, dagegen ist nichts einzuwenden. Widersprechen ist super. Manchmal widerspreche ich schon zum Frühstück 3 Scheiben Toast. Lecker Toast. Aber das wäre gelogen. Und wir wissen doch beide. Du sollst nicht lügen. Lügen sind böse. Was? Natürlich sind Lügen böse. Warte. Ich zeig's dir hier an der Tafel. Schau dir die Tafel gut an. Sie zeigt einige der Grundfesten unseres Rechtssystems. Zum Beispiel, dass Lügen böse sind. Wie? Nein. Natürlich sind Lügen böse. Es lässt sich leicht aus den 4 obersten Grundfesten ableiten. Gott ist gut und wahrhaftig. Der Teufel jedoch ist böse, mit viel Weisheit. Gott ist die Wahrheit, denn auch er ist voll der Weisheit. Der Teufel aber lügt mit all seiner Bosheit. Und darum sind Lügen immer böse. Die logische Kette, die einander hinführt, kannst selbst du knüpfen. Es sind nur 3 kleine Schritte bis zum Ergebnis. Versuch es doch ruhig selbst.